Herzlich willkommen zum Let's Play Train Station Renovation. Wir renovieren ja Bahnhöfe. Und ja, ich habe schon das Tutorial das erste Spiel gespielt. Guck mal, hier gibt's Werkzeuge. Ah, ich kann so Werkzeuge aufrüsten, das ist ja krass. Und ja. Ich finde das jetzt mal ein bisschen, ja. Würde ich einfach mal so sagen. Wollen wir es sehen? Also, das erste habe ich sozusagen schon erledigt. Ja, genau, das ist renoviert. Das wäre zu renovieren und da fangen wir doch direkt mal an. Es lädt. Also wir müssen den Bahnhof berühren, montiere die Pumpe, schließe die Rohre an die Pumpe an, schalte die Pumpe ein, demontiere die Pumpe, rüste den Bahnhof aus. Klingt gut. Also erstmal den ganzen Bahnhof von Dreck und allen müssen wir befreien, das ist schon mal das Wichtigste. Sind Müllsäcke, die müssen auch weggeräumt werden. Da könnte man auch. Voilà. Wo ist die Axt? Da. Einfach zu schlagen, den Scheiß. Das kann man noch aufheben, das kann man bestimmt auch zerschlagen. Brecheisen. Ah. Ich will mal Tab drücken, aber ich muss mittlere Maustaste drücken. Wir müssen uns einen kleinen Container kaufen und sowas. Zum Entsorgen von den ganzen Sachen. Schönes Bild eigentlich, könnte mal lassen. Hat mir schon gefallen. Muss der Reifen hängen? Ich denke. Noch mehr Graffiti, ja. Putzen, putzen. Ich glaube, wenn das in echt auch so einfach wäre, würden viel mehr Leute ihr Graffiti wieder wegmachen. So, das kennt's. Mit dem Wischmopp, den ich mir gerade geholt habe, geht's auch bedeutend schöner als vorher. Mit dem Vorher hatte man so einen kleinen Putzlappen gehabt. Das war anstrengender. Brauchen wir die Axt wieder? Weiß nicht, gekauft. Gott, gehört das ganze Bahnhofsgelände dazu? Das kann man auch demontieren. Kann man das kaputt machen? Das können wir alles kaputt machen, demontieren. Aufsammeln. Und irgendwann kommt halt der Punkt. Was? So, hier muss ich einen Container kaufen zum Beispiel. Weil unten links an der Ecke seht ihr die Anzeige. Die füllt sich dann halt mit der Zeit. Und wenn die voll sind, lasse ich die Säcke fallen. Die müssen wir dann irgendwann alle fein säuberlich aufheben. Das müssen wir eigentlich auch zerstören können. Ja. Das ist ein Müllsack. Da, jetzt hat sich den Sack entwickelt. Weil das Inventar an der Stelle voll war. Alles weggemacht werden, ja. Stimmt das hier auch, oder? Ja.
gehört ja alles dazu. Irgendwie das Gefühl, es ruckelt. Fenster geht schnell sauber und das ist gut an der Rennsache. Zack. Da, jetzt habe ich wieder so einen Sack fallen lassen, der ist gleich direkt rausgefallen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich die Pumpe. So, machen wir noch das letzte Graffiti weg. Noch eins? Ja, da. Zwei Stück noch. Und dann würde ich sagen, montieren wir mal die Pumpe und dann holen wir uns noch einen Müllcontainer. Oder zwar tun wir hier den sortierten Müllcontainer und hier hinten kaufen wir den gemischten. Gemischten kommt jetzt zum Beispiel sowas rein und halt das Zeug kommt alles in den sortierten. Ah ne, schwarz. Schwarz kommt in den gemischt. Ich habe gerade gesehen, hier außen liegt noch ganz viel Zeug, was wir alles zerstören müssen. Ja, kann halt leider nicht zwei tragen, das ist ein bisschen schade. Zum Beispiel der grüne Sack. Den grünen Sack verliere ich einfach auf dem Weg. Nee, der grüne Sack würde jetzt hier reinkommen. Ich muss erstmal öffnen. So, und für das gemischte Zeug bekomme ich, für getrennte Zeug bekomme ich halt sogar noch Geld. Wobei mich das hier zum Beispiel das Geld kosten würde. So, wir wollten aber eigentlich die Wasserpumpe installieren. Schließe die Rohre an die Pumpe an. Dann müssen wir die Rohre noch holen. Boah, ich muss mal ganz kurz hier was gucken. Was habe ich denn als... Ich kann gar nichts ändern hier, schade. Mein Laptop ist ja ohne mehr der beste mittlerweile. Ich spiele gerade mit dem Laptop. So, andere Seite wahrscheinlich anschließen, damit es rauspumpt. Ja.
Einschalten. Ich würde die Musik gerne mal ein bisschen leiser machen. So. Besser. So, jetzt pumpt er in der Zwischenzeit. Können wir noch ein bisschen Müll raus und reinschaffen. Bin mir zu stürmisch, ja. So, den einen Sack noch und dann ist der Innenraum in Ordnung. Ich glaube, ich musste nur den Automaten noch wieder abreißen. Ja. So, was demontiere die Pumpe? Die Aufgaben sind erfüllt. Also ich habe sozusagen jetzt... Achso, es gibt irgendwo noch eine Scan-Funktion, wo ich noch Müll scannen kann. Oh, ich glaube, unten war lange keiner mehr. Und hier müssen wir sogar die Wände renovieren. Streichen. Sieht gleich wieder aus wie neu in der Keller. Wir können ja den Keller gleich mal fertig machen, da müssen wir gar nicht mehr runter dann. Das wäre wirklich der Trick des Jahres. Decke bleibt zu. Da ist noch was zum Anmalen. So, die Frage ist, hinten ist auch noch eine Ecke zum Anmalen. Ja, oder wir machen jetzt erstmal hier weiter. Das müssen wir wegräumen. Hundertzwanzig hat das gebracht. Bringt alles Geld. Man muss ja versuchen, auch mit der Renovation Geld zu verdienen. Was habe ich erreicht? Ich habe einen Stern erreicht. Wir machen das jetzt zu 100% voll, würde ich sagen. Irgendeine Belohnung habe ich freigeschaltet. Was auch immer das sein soll. Nichts sagen, aber ich glaube, wir müssen das bald mal lernen lassen. Einmal halt einfach voll. Selbst die Schienen können dich anschleifen, wenn die mal in Ordnung sind. Das gehört auch mit dazu.
120. Boah, so weit laufen. Ich hätte den Container hier vorne hinstellen sollen, nicht hier hinten am Haus. Und vor allen Dingen sollte ich die Säcke mal ordentlich reinlegen, damit die voll waren alles. Das sind welche Ursachen, die ich machen muss, ja. Neue Schwellen. Beim letzten Bahnhof, den ich gespielt habe, stand ein Zug im Bahnhof. An dem waren sogar Sachen kaputt und ich muss die erneuern. So, das war's so erstmal für heute. Den Rest gibt's dann in der nächsten Folge. Also, bis dann und tschüss.